gefällt mir. Das gefällt mir. Shootern kann ich umgehen. Das gefällt mir. Oh, guck mal, jetzt in die andere Richtung. Und welches Ziel hast du jetzt vor Augen? Alles klar. Danke. Da geht's. Sind wir mal abgekürzt. Ich finde die Ego-Shooter besser, wenn ich das Ego-System kriege. Ich hoffe, da haben nichts haben. Ich glaube, das geht eigentlich auch. Das ist so ein bisschen Prototype-like. Okay, den haben wir. Ja. Okay. Wiedersehen. Jetzt in dem. So, jetzt kann es weitergehen. Ich habe doch keine Lust, weil ich meine, das ist schon mit Technik und so, dann ich würde gerne was Technisches haben, was ein bisschen mehr Sci-Fi ist oder so. Guck mal, da sind wir ja schon. Schön, schön, schön. Horrorborn Station, yay! Ups, rückwärts laufen ist nicht, da kann man nicht mit reden. Alter, wie diese Haare leuchten, als wenn du es mit Uran eingeschmiert hättest, ey, so. Wisst ihr, ich bleich mir die Haare immer mit Uran, oder ich meine, macht die Frau nicht anders? Jetzt sagt, jetzt enttäuscht mich nicht. Ich meine, ihr bleicht die doch mit Uran, damit die auch richtig schön glänzen und leuchten und auch im Dunkeln man Licht hat und oder Taschenlampe und so und. Murmur, ja. Wir wissen beide, wie befriedigend Geduld sein kann. Ist sie das? Video-Werbung! Oh nein! Und ich dachte, hier wären wir sicher. Tja, falsch gedacht. Diese Leute hier haben wohl gerade einen Angriff überlebt. Die Hälfte der Ausstattung ist hinüber. Verdammt, dummerweise ist die Sicherheitstür zur Corvette Garden Station auch im Eimer. Okay. Ich denke, das kriegen wir hin. Jean, wir müssten uns nur die Hände schmutzig machen. Geh zu dem Zechschmied. Er sieht aus, als könnte er Hilfe gebrauchen. Führe die Reparaturen für ihn aus, wenn es sein muss. Aber hilf diesen armen Leuten, die Tür zu öffnen, damit wir zum Zulan nach Covert Garden kommen und die Mission des Seraphen beenden können. Das hat im Moment oberste Priorität, Jean. Aller Anfang ist schwer. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Super. Joy, gehen wir erstmal zum Schmied. Tech-Schmied. Oh, erzählst du mir eine von deinen Geschichten? Bitte, sonst tue ich mir was an. What the fuck? Ja, also damals im Bindenkrieg, im Unterhosenkrieg, im Slipperkrieg, wie auch immer. Verdammte Dämonen, sie haben uns schwer getroffen, aber wir haben die Bastarde zurückgeschlagen. Jetzt ist der Großteil unserer Ausrüstung hinüber und diese verdammte Tür klemmt. Covert Garden kann uns nicht helfen, selbst wenn wir sie rufen könnten. Was für ein Albtraum. Oh, willst du da auch durch, Jäger? Tja, die Reparatur ließe sich beschleunigen, wenn ich ein paar zusätzliche Kondensatoren hätte. Dadurch könnte ich die Energie speichern und ein paar andere Geräte hier versorgen. Ich weiß, dass es in Level Horror Zugangsschächte einige Kondensatoren gibt, aber ich hole sie nicht. Ich hole sie sicher nicht. Dort lauern jetzt nämlich diese verdammten Dämonen. Außerdem hänge ich ja sehr an meinem Leben. Aber wenn du diese Tür wirklich öffnen willst, solltest du Level Horror Zugangsschächte erforschen und 8 Kondensatoren besorgen. Ich ertrage es nicht, dass du gehst! Du erträgst nicht, dass ich gehe und schickst mich in den Tod. Oh, du bist ein richtiger Meister, oder? Ich beneide dich so sehr, dass es überall wehtut. Besonders in einer ganz bestimmten Gegend. What the fuck? Ich weiß jetzt nicht, ob ich für den Text da oben oder das, was er sagt, lachen soll. Du hast nicht alle Kondensatoren mitgebracht. Oh, verstehe. Du hörst zu diesen Leuten, die zwanghaft irgendwo draufklicken müssen. Okay, in Ordnung. Klick, 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 klick. Ja, schon klar, sehr witzig. Tja, ich sage nichts mehr. Bis du mir meine verdammten Kondensatoren gebracht hast. Klick, McKlickers. Ich ertrage es nicht, dass du gehst. Hast du Lust, dich abzuschießen? Erst mit den Kugeln. Dich gehen zu sehen, ist wie ein langsamer Tod. Der hat echt Schaden, der Typ. Alter, was hat die für eine Wummel in der Hand? Guckt euch das mal an. Alter Verwalter. Rar. Joy, was hast du? Wie sie meinen, Ma'am. Hallo. Oh, hallo. Du bist Jean, nicht wahr? Ich wäre gern wie du, aber Papa sagt, ich bin noch zu klein. Und nachdem ich jetzt auch noch meine Beinprothese verloren habe, würde er es mir nie erlauben. Du bist ein richtiger Held. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ich habe am Tottenham Court nach Sachen gesucht, die ich verkaufen könnte, als ich in ein Nest mit ekligen Dämonen gefallen bin. Ich bin ihnen gerade so entkommen, aber sie haben mein Bein erwischt. Jetzt muss ich mit diesem blöden Holzbein rumlaufen. Ich
fühle mich wie ein Pirat. Dabei wollte ich doch auch nur ein Jäger sein. Ich bin vielleicht nicht alt genug, um dich zu begleiten, aber brauchst du vielleicht einen Knappen? Finde mein Bein, dann bin ich dein treuer Gefährte und lasse dich hochleben. Versprochen. Wir sehen uns! Ja, danke, kleiner Holzbein-Junge. George. Tut mir leid. Sagt, ich bin verrückt und murmle, dabei murmle ich gar nicht. Also ziehe ich die Hose aus. Dann weiß er es. What the fuck? Ich glaube, dieses Spiel wird noch sehr viele WTF-Momente haben. Ja, tut mir leid, mir ist eben eingefallen, was mein Großvater immer zu uns gesagt hat. Wusstest du, dass mein Großvater in Trinidad Priester war? Ja, und er hat gesagt, also er hat immer gesagt, Junge, wenn es in der Hölle zu eng wird, kommen die Zombies auf die Erde. Wie es aussieht, hat er damit recht. Vor allem im Level Tottenham Court Road wimmelt es von Zombies. Was meinst du, kannst du uns helfen und 10 Zombies in die Hölle zurückschicken? Gut. 12 Galaxien und alle rauschen auf mich zu. Weißt du, 12 sind und nicht 13 oder 42? Begib dich Tottenham Court Road, das ist hier. Ein paar Zombies kaputt. Ach, die Prothese ist vielleicht auch nicht. Ist ja praktisch. Kann man den Zeitquest noch einmal lösen? Wie schön. Oh, ich kann nicht nach unten ziehen. Dann will ich nach ganz unten. Okay. What the f... Das sind 3 Füße und... Das sind Hände und das sind komische Krabben und das ist... Was zum f... What the fuck? Okay, ist ein Dämon, ich sehe es ja ein. Kannst du nicht mal andersrum machen, dass ich mal von vorne betrachten kann? So, den Zombie Sache hätten wir schon mal erledigt. Oh, du Kacke! Oh nein, 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 nein. Hatte, das habe ich auch beim letzten Mal nicht verstanden. Ja, eigentlich können wir jetzt zurückgehen, ne? Ich als besser mir fällt, ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Wie finde ich das so cooler als der kleine Shooter, aber was soll's. Hallo, Joy. Was hast du da an deinen Händen eigentlich? Kann ich auch eine Waffe haben? Nein. Du hast mein Bein gefunden. Unglaublich. Ich dachte, das sehe ich nie wieder. Ich werde allen sagen, wie sehr du mir geholfen hast. Und ich werde mich revanchieren. Irgendwie. Ich hoffe, wir konnten Freunde werden, Jean. Es ist doch okay, dass ich dich Jean nenne, oder? Ich weiß nicht so genau, wie ein Knappe seinen Boss nennen soll. Hey, vielleicht sollte ich mir auch so einen coolen Namen zulegen. Hätte König Artus als Kind denn keinen tollen Namen? Wie bitte? Oh ja, Vard. Ich bin Vard, der Knappe von Jean. Das werde ich nicht vergessen, Boss. Okay.
George, unser kleiner... Woher der Speck kommt? Das dürfte reichen. Fest abgeschlossen. Was hätte ich denn machen sollen? So, du willst, dass wir Kondensatoren aus der Hallbox Hallborn Zugang schicken. Ui. Ach du Scheiße! Wetter! Ich kann das gar nicht bewegen. Das sehe ich einfach nicht. Okay, also mit der Beschwörung war ich immer deutlich besser, aber ich habe gar nicht mehr Leben verloren. So, Kondensatoren brauchen wir. Hier geiles. Was ist das? Sieht so aus. Schade. So, dann haben wir meine Tor. Und dann. Dieses Geil. Abigail betrachtet Patienten primär als Probanden für dämonische Studien. Schließlich erzählen Abschürfung, Schnittwunden, Verbrennung und geschmolzene Knochen all die dunklen Geschichten, die Abigail so sehr liebt. Ihr Leid streicht ihre Haut und verschafft ihrer von Dunkelheit verzerrten Seele Linderung. Da alle anderen Kabbalisten ihr Wissen über die Dämonen mithilfe der Dicke, der direkten Interaktion und der Infiltrierung des Schattens vergrößern, hat sich Abigails Ansatz als unerheblich erwiesen. Unentbehrlich. Das war's, Schätzchen. Das war's, Schätzchen. Die klingt überhaupt gar nicht gruselig. Boah, wir hatten ein Level-Up. Oder nicht so schön ist. T-Stellung. Sieht die eigentlich schon. Kann ich jetzt gar nicht sehen. T-Stellung klingt jetzt sehr, sehr zweideutig, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir denn hier? Schnellfeuer. 3 Sekunden kündige Salben, die den Schaden um 10% erhöhen. Feuerrate auf Kosten der Treffersicherheit deutlich verbessert. Der Scharfschütze kann sich während des Angriffs nicht bewegen. Fähigkeiten kann in der T-Stellung nicht eingesetzt werden. Okay. Scharfschütze schleudert eine hochmütige Granate auf den. Oh, das klingt doch gut. Granaten klingt gut. Granaten bin ich voll dabei. So, Präzision scheint mir viel zu brauchen. Erhöht den kritischen Schaden um 2%, verringert den Streuwinkel von Geschossen. Das ist super. Ist gerade kleiner geworden? Okay. Interessant. Gut. Wir haben nicht genug Munition. Also sag ich zu ihm, das ist kein Fisch. Ist okay. Gut, wir haben nicht genug Munition, um alle zu erschießen. Am Anfang vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Ganz und gar nicht. Nein, wir werden überrannt. Sie sind in der Unterzahl. Aber vielleicht können wir das Kräftegleichgewicht ja verschieben. Nur ein bisschen. Du musst nur 3 Blutzombies erledigen. Du findest sie im Level Hawkmoon Zugangsschächte. Da waren wir noch eben. Geil. Machen wir zurück. 12 Galaxien und alle rauschen auf mich zu. Du fängst mir die T-Stellung mal in. Interessant. Blue Zombies. Oh, die kann man nicht nochmal öffnen, die Kiste. Schade. Nein, die kann man nur anschießen und dann passiert nicht mehr was.
Ah ja, stimmt, da war die Map. Auf Tab. Auf M war die Übersicht von den virtuellen Maps. Okay, wir müssen zu Covered Garden Station. Bis danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Zombie! Wo sind denn hier die blutigen Zombies? Warte mal. Wir haben sicherlich, oh, wir haben sicherlich tolle Items dabei. Ah, da haben wir schon Besuch. So. Das klingt gut. Zieht euch mal an. Das ist genauso toll wie das. Dann können wir das zerlegen, dann liegt es nicht mehr ganz so im Weg rum. Die Keule können wir eh nicht gebrauchen, also weg damit. Faustsagen unbekannt. Hüter oder Schwertmeister auch. Weg damit. Handschuhe, die können wir gebrauchen. Identifizieren. Und was haben wir da Schönes? Ja, Stärke plus 3. Ja, die Werte sind besser, also legen wir das mal an. What the fuck? Lol. Jetzt haben wir die komplette Farbe des gesamten Outfits ändert. Ist okay. Ich frag nicht weiter nach. Wird schon alles in Richtigkeit haben. So. Das heißt, das ist das gleiche wie das. Können wir verschrotten. Das können wir verschrotten, weil wir können nicht mit den ganzen Dingern. Rausgefunden eben sehr viel kleiner Arbeit. Nö, weg damit. Aber die Sachen will ich verbessern. Und dann brauchen wir ganz kleine Schrottteile. Den gehen wir jetzt lieber verschrotte, anstatt sie zu verkaufen. Was glaube ich mehr Sinn macht. Haben wir hier. Flammender Treibstoff. Aha. Okay, was hier so weit ist, anzufangen. So, Blutzombies. Was sind noch? Ich hab den Blut am Blut auf. Ich weiß nicht, ob ich den Blut auf. Rot. Also, Rotwart. Geht's. Wupp, wupp. Ach, das ist die Ausdauer, dieser gelbe Kreis da hinter dem Lebensbalken. Okay, gut. Das ist schon nicht voll. Können wir schneller weiter nach oben stehen bleiben? Jetzt hier schneller auf. Ich glaube ja. Ja, lol, das geht auch kaputt. What the fuck? Schatten? Verloren wahrscheinlich. Okay. Scheiße auf Wände, der Schatten geht einfach mal durch. Ist okay. Ist das ein Regal oder so? I don't know. Let's go back! Dampf, Dampf, Dampf. Also in einem guten Zustand ist das hier nicht. Ich muss mich mal beim Hausmeister beschweren. So ganz schön ernst. Geht so mal ja gar nicht. Also, ich meine, es ist ja auch ein Sicherheitsrisiko für die armen Dämonen, die hier rumlaufen. Die können sich ja mit den ganzen kaputten Kanten schneiden und dann würde sich ja ganz böse Verletzungen machen. Das muss nicht sein, wenn ich es verhindern kann. So, George. Das müsste helfen. Danke. Müsste jetzt in der Küche sein. Nee, müsste jetzt in der Küche sein.
für Kartoffeln.